Einkauf mit System. Heute will ich mal hier ein paar Zeilen bzw. ein paar Passagen aus meinem neuen Report Einkauf mit System, verkaufbare Immobilien im Alleinauftrag trotz Wunschpreisen der Verkäufer. Und das Coole daran ist, den kannst du natürlich dir gratis downloaden bei uns. Den Link haben wir hier unten in der Infobox verlinkt. Und lass uns das mal einfach anschauen, weil das ist wirklich sehr, sehr cool. Und zwar, wir haben nämlich gerade in Deutschland aktuell so eine Situation, wo die Angebotspreise dramatisch überhöht sind. Ich habe da schon in einem anderen Video ein bisschen was zu erzählt. Und zwar ist es halt wirklich so, ich habe letzten Sonntag, wir haben jetzt September 2023, letzten Sonntag mal einfach aus eigenem Interesse um Düsseldorf herum mir einige Immobilien angeschaut. Und das Krasse war, dass ich in wenigen Minuten, also Privatverkäufer und auch Immobilienmakler, in wenigen Minuten herausfinden konnte, dass Immobilien, und halte ich wirklich fest, bis zu 100%, also das ist jetzt wirklich kein Spaß, ja, bis zu 100% über dem eigentlichen Wert angeboten werden. Also waren zum Beispiel Immobilien für 850.000 Euro und ich habe ein bisschen Research gemacht, wirklich 3, 4, 5 Minuten und da war ich schon bei dem Ergebnis von 400.000, 450.000 Euro. Zu mehr werden diese Immobilien nicht verkaufbar sein. Also das ist schon wirklich krass und das ist dramatisch. Dann gab es ein anderes Beispiel, relativ neues, junges Objekt. Ich gucke so rein, so ein bisschen Loft-Style, Townhouse, sehr, sehr schick, sehr sexy und wurde so knapp an die 900.000 Euro angeboten. Ich gucke nach, auch ein bisschen recherchiert, einfach ein paar Daten. Wir als gutes Unternehmen verfügen natürlich über 1A hervorragende Softwareprogramme, die sowas easy und smart können. Und siehe da, ich kam auf rund 700.000 Euro. Zack, also auch um die 180.000 bis 200.000 Euro über dem eigentlichen Wert. Die Immobilie war trotzdem schick, keine Frage. Aber der Punkt ist einfach, dass eine Sache erkennbar ist, dass Immobilienmakler heute im Markt nach wie vor Immobilien zu deutlich überhöhten Wunschpreisen der Verkäufer in Auftrag nehmen. Und das ist die blanke, pure Realität. Und das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Und ein Grund dafür ist, dass die Einstellung des Maklers, und ich höre immer wieder so einen Satz wie zum Beispiel, ich habe mich mit dem Verkäufer auf einen Wert geeinigt. Was für eine Einigung mit einem Verkäufer auf einen Wert? Der Punkt ist, wenn du als Expertenmakler nicht in der Lage bist, den Verkäufer von dem wirklich realen Marktwert zu überzeugen, dann gibt es zwei Probleme. Problem Nummer eins, du hast ihm nicht die richtigen Daten geliefert, weil er versteht es nicht. Der Verkäufer hat keine Ahnung, Punkt, aus, Ende. Wo soll er die auch herhaben? Es ist eine Wunschvorstellung. Und die Wunschvorstellung des Verkäufers, das steht übrigens alles hier in diesem Report drin, die Wunschvorstellung des Verkäufers, die ist basierend auf irgendwelchen Gedanken oder fremden Daten unüberprüft übernommen von irgendwelchen Freunden und Bekannten. So, und der Makler, der lässt sich jetzt davon so derart irritieren und auch manipulieren, dass er in die falsche Richtung läuft. Dass er also versucht, sich um den Auftrag zu bekommen, mit ihm zu einigen. Das ist das Erste. Das zweite Problem ist, dass dem Makler an der Stelle die verkäuferischen Fähigkeiten fehlen, Vorwände und Einwände so zu behandeln, dass er am Ende beim Verkäufer ein Nicken bekommt und sagt, ja, das habe ich verstanden und Sie haben recht. Natürlich wird man da den ein oder anderen Auftrag, wenn man gut ist, gar nicht erst annehmen und es lassen. Denn du musst dir doch eine Sache mal real vorstellen. Was bringt dir das am Ende? Weil du musst als Immobilienmakler Umsatz machen. Und die Folge ist Verkäuferakquise, Einkauf und Bewertung und dann Verkauf. Wenn du aber jetzt
Objekte reinholst, die du nicht verkaufen kannst oder monatelang vor dir herschleppst, dann wirst du keinen Umsatz machen. Also die falsche Zielsetzung, steht übrigens auch hier im Report, die falsche Zielsetzung beim Einkauf, nämlich den Auftrag zu bekommen, macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, weil du wirst am Ende des Tages immer in der Zwickmühle sein, nämlich mehr Geld auszugeben und mit wenigen Umsätzen im Monat bzw. im Quartal oder im Jahr über die Runden kommen zu müssen. Und das bedeutet, du machst Klimmzüge am Brotkasten. Das ist weder smart noch sonst irgendwas. Es macht einfach keinen Sinn. Und es ist kaufmännisches Kamikaze-Fliegen. Vollkommen absurd. Ja, das mal so zum Erstens. Ein weiteres Thema ist, Wunschpreise eines Verkäufers verkaufen einfach nicht. Details wirst du, wie gesagt, hier im Report erfahren. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nämlich, der erste Punkt ist, du musst als Makler die Regeln, die Spielregeln und die Gesetze kennen im Einkauf, um die Wunschpreise vom Verkäufer in die richtige Bahn zu leiten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du musst natürlich verstehen, wie die Anwendung der Tools, also der Werkzeuge wie Software, wirklich funktionieren. Und wenn du eine Software hast, aber nur 10% davon nutzen kannst oder sie vielleicht gar nicht richtig verstehst, weil du über irgendetwas drüber stolperst und dann sozusagen doch Pi mal Daumen an die Sache rangehst, dann ist natürlich vollkommen klar, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, als auf die Wunschpreise einzugehen. Und du musst vor allem die Theorie der Fachbegriffe, was ist zum Beispiel eine Alterswertminderung, was ist ein Liegenschaftszins, was ist ein Sachwertfaktor und so weiter, diese Dinge musst du natürlich alle kennen und die musst du auch wirklich verstanden haben, weil sonst läufst du auch da automatisch in die falsche Richtung. Hier gibt es zum Beispiel auch 8 Gründe, warum Verkäufer in die Falle Verkäufer, also die privaten Verkäufer, in die Falle der Wunschvorstellungen reinlaufen. Steht alles hier ziemlich cool aufgestellt drin. Willst du Expertenmakler oder Amateurmakler sein? Und also was willst du vor allen Dingen wahrgenommen werden? Das ist auch eine wichtige Frage. Ja, weil wenn du ja permanent diesen Wunschpreisen folgst, in der Folge deine Objekte über Monate lang mit dir rumschleppst, und ich sage dir, 2024 wird hier ein absolut neuralgisches Jahr sein. Weil da werden nicht nur die Karten neu gemischt, sondern ich sage dir eins, da werden viele wie Dominosteine umfallen. Warum werden sie umfallen? Weil sie schieben ja die ganzen Objekte vor sich her. Und je mehr Objekte du vor dich herschiebst, umso mehr Unmut wirst du in den Reihen deiner Auftraggeber und deiner Verkäufer haben. Was bringt dir das? Das bringt dir gar nichts. Am Ende des Tages, und das ist die wirklich ehrliche, klare Aussage, wenn man als Makler da draußen den Wunschpreisen der Verkäufer folgt, und es gibt ja einige, viele sogar, die hingehen und diese Wunschvorstellungen gezielt nutzen, um Aufträge zu bekommen. Und sorry, das ist halt moderne Gaunerei. Das ist ein Gauner, der so arbeitet. Weil ein Gauner, ich lese dir mal die Definition von Gauner vor, ja, ist jemand, der auf betrügerische Art andere zu übervorteilen versucht. Ein Betrüger, ein Schwindler und ein Dieb. Und das ist ein Gauner. Ja, weil du weißt ja, also nicht du, aber jemand da draußen, der so arbeitet, der weiß ja, wenn er also einigermaßen im Business drin ist, dann weiß er, dass der Preis gar nicht erzielbar ist. Also müssen wir voraussetzen, dass diese Person so vorgeht, dass sie am Ende des Tages davon ausgeht oder darauf hofft, dass der Kaufpreis mit der Zeit runtergeht und der Verkäufer es versteht. Und das wiederum, jetzt kommen wir wieder zu den übergeordneten Regeln, Grundsätzen und Gesetzen, bedeutet automatisch, dass der Verkäufer seine Immobilie verbrennen wird. Er wird sie verbrennen. Weil, hey,
Du brauchst doch nur einfach mal selber zu überlegen, wenn du eine Immobilie, und hey, guck bitte hin, schau bitte einfach mal genau hin. Wenn du als Verkäufer, als Kaufinteressent der Immobilie über 6 Monate, und so lange ist ja ein durchschnittlicher Käufer schnell auf dem Markt, bis er tatsächlich kauft. Und du siehst, also der Käufer sieht ein und dieselbe Immobilie immer wieder. Immer und immer wieder. Und immer wieder geht sie im Preis runter. Hey, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was würdest du denn denken? Da ist doch was faul, oder? Da ist doch was faul. Und so denkt auch jeder ganz normale Otto-Normalverbraucher, der eine Immobilie kaufen will. Da ist was faul. Und die Immobilie wird wie Blei liegen. Also Fakt ist, auch eine übergeordnete Spielregel ist, dass eine Immobilie in den ersten 14 Tagen die höchste Nachfrage generiert, wenn sie im Markt wirklich tiptop positioniert ist. Und das ist der Punkt. Und alles andere ist auf Unfähigkeit in Kommunikation, in Vorwand-Einwand-Behandlung und Verkauf auf den Makler zurückzuführen. Der Makler hat Schiss in der Box und macht es dann auf diese Art und Weise. Und auch alle anderen Spielchen wie, ja, bei mir machen sie das für die Hälfte der Provision oder solche Festprovisionsmodelle, bei mir zahlen sie fix nur 9.500 Euro. Leute, das sind alles nur Spielereien von Maklern, die nicht verkaufen können. Punkt. Die keine Ahnung von Verkauf haben. Denn wer keine Ahnung von Verkauf hat, geht über den Preis. Rabatte, irgendwelche Sondertricks, Sondervereinbarungen und so weiter und so fort. Ja? Das macht alles keinen Sinn. Verbesser deine Fähigkeiten, verbessere, zu Englisch, deine Skills und du wirst einfach merken, dass es besser funktioniert. Also, der Expertenmakler, der ist jemand, der sich halt wirklich extrem gut auskennt, eben in den einzelnen Prozessen, in den einzelnen Geschäftsbereichen wie Verkäuferakquise, Einkauf und Bewertung und natürlich dem Verkauf von Immobilien. Und der macht auch den Verkauf von Immobilien eben nicht nur abhängig von einem Online-Portal oder von sonst irgendetwas, sondern der weiß genau, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat und vor allen Dingen, wie er es zu tun hat. Dann haben wir auch die dreisten drei, so könnte man es fast sagen, die drei größten Irrtümer von Privatverkäufern, steht hier auch drin. Warum wird die Zielsetzung verkaufbare Immobilien sehr unterschiedlich in der Praxis umgesetzt? Auch ein sehr wichtiges Thema. Die richtige Zielsetzung beim Einkauf und der Bewertung von Immobilien, ganz, ganz spannend. Die 5 größten Hindernisse beim Einkauf und der Bewertung von Immobilien, auch die Konsequenzen daraus sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und was ich sehr, sehr cool finde, das habe ich nämlich mal so zusammengetragen aus den vielen Jahren, die ich das Ganze schon mache, sind die 10 Fähigkeiten eines Top-Expertenmaklers. Ja? Und die solltest du dir wirklich reinziehen, die solltest du dir wirklich antun. Auch wenn das manchmal nicht so ganz leicht ist, weil man ja auch ein bisschen sich reflektiert und schaut, Mensch, da habe ich tatsächlich noch ein bisschen was zu verbessern. Aber schau, lieber du hast was zu verbessern, als du glaubst, du bist perfekt, aber du bist nicht perfekt. Und perfekt sind wir alle nicht. Das ist ein sehr hohes Ziel. Also wir müssen uns alle irgendwie immer wieder tagtäglich verbessern und weiterentwickeln. Und dafür, es gibt noch Grundregeln zum Einkauf und der Bewertung, aber genau dafür ist dieser Report hier auf, ich glaube, über 24 Seiten gemacht, damit du sozusagen ja eben nicht nur derjenige bist, der vielleicht am Ende des Tages Erfolg versucht herbeizumeditieren, sondern der in der Lage ist, eben durch Fähigkeiten nach vorne zu kommen. Erfolg ist zu 80% Kopfsache, ja, das ist vollkommen korrekt, aber ich kann dir sagen, der Turbo für das richtige Mindset sind die Fähigkeiten. Und deshalb lade ich dich ein, lade dir jetzt oder sicher dir jetzt mein Exemplar zu diesem Report hier, Einkauf mit System, also verkaufbare Immobilien im Alleinauftrag, trotz Wunschpreisen der Verkäufer, und du wirst coole Erkenntnisse haben. Und dazu gibt es übrigens auch ein gratis Coaching von mir. Und das sind einige Videos, sehr, sehr cool, auch mit Workbooks und so weiter, also hochwertig
produziert. Das sind, ja, wie gesagt, wirklich coole Videos mit entsprechenden Anleitungen, Übungen, dass du für dich nochmal reflektieren kannst. Auch den Link setzen wir hier unter das Video. Und ich lade dich gerne ein, das einfach mal zu checken, einfach mal zu testen, auszuprobieren. Und du kannst mich natürlich auch dann in dem Fall mal so ein bisschen auschecken und überprüfen, ob ich nur einer bin, der irgendwie so ein bisschen theoretisches Gequatsche hier macht oder auch ein bisschen Ahnung habe. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Also einfach unten klicken und lass gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. In diesem Sinne alles Gute, bis dahin.